Hallo und herzlich willkommen zurück zu Saw The Game und dem Beagle. Warte mal. Guter Mann, wir haben keine Hypo, ne? Ach, da war ja was. Der Speicherstand war ja so doof. Heute ein bisschen besser gelaunt als letzte Mal. Wollen wir einmal schauen, sag mal. Erstmal. Nee. Bin ich jetzt ohne Waffe unterwegs? Ja, bin ich. Ne, möchte ich aber gar nicht. Warum ist denn das eigentlich schon wieder so dunkel? Ah! Habe ich eigentlich nicht, aber egal. Ich sehe nichts. Alles sehr dunkel. Nee. Du bist doch sowieso so gut wie tot. Stay away from me. Ich brauchte sowieso nichts machen, okay? Warum ist das schon wieder so dunkel? Da muss ich die Gamma-Werte wohl auf 10 stellen, sonst geht's nicht. Bei euch sieht's aber nicht so hell aus dann. Aber jetzt habe ich keine Farbe mehr, ne? Ich habe auch irgendwie so keine Farbe. Ihr schon, ne? Naja. Nein! Immer das X, immer das X. Ach, komm schon. Das X war doch jetzt hier. Punkt genau. Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Sag mal, ihr wollt mich veräppeln. Das war punktgenau dieses verdammte X. Danke. Oh Gott. Ja, hau dir rin. Hau rin, die Spritze. Hau rin. So. Nichts gefunden, nichts gefunden. Nein, ich bin so doof. Hier war Wasser. Na, die Chance, dass ich gleich wieder mal sterbe, ist jetzt nicht so. Weiß ich noch nicht. Bitte haltet euch auch dran, jedes Mal, wenn ich in eine Stolperfalle renne, einzutrinken, ja? Sonst ist ja öde. Nochmal, diesmal kann ich es richtig machen. Und jetzt lass diese Scheiße fallen. Nee, lass die Kacke fallen. Ah, das ist immer noch in der Hand. Wie lasse ich es denn fallen? Ah, so lass es fallen. Ich habe gesehen, den muss ich gar nicht prügeln. Ich warte also. Kann ich nicht warten? Ich lasse ihn rennen. Ich guck mich lieber mal um, was. Ja, dann geh doch auch weg. Im Moment habe ich immer nur die blaue Neko hier. Dude, was hast du für Probleme? Ist okay. Geh ruhig weg. Oh. Mach ich. Ich will, dass du da rausrennst.
Bin ich, weiß ich. Und? What did I tell you? Oh. Ja, und? Und? You're too close. So. Ist ein bisschen gemein, ne? Ich hätte ihn auch totprügeln können. So, jetzt nochmal hier. Diesmal anständig. X. Benimm dich doch, das X benimmt sich nicht. Sag mal, ihr wollt mich doch trollen. Ey, er will mich trollen. Ich war... Ach so, ich muss ein bisschen R drücken. So, diesmal ein bisschen aufpassen, was der Troll hier von mir möchte. Bei euch sieht es aber auch echt dunkel aus, muss ich sagen. Nope. Tue ich nicht. Was machst du denn da oben? Nicht so viel. Ja, ja. Da wär's gewesen mit der Falle. Ich will nicht aus Versehen wieder in irgendeine Falle rennen. So, jetzt gehe ich nämlich erstmal nach da oben und prügel den weg. Na? Dude, wie geht's so? You feel alive. Er hat sich selbst getötet. Es tut mir leid für dich, Bro. Aber sei es drum. Wir gehen nochmal da runter. Leiter bitte klettern. Wenn du fällst, ist das bestimmt nicht gut. Ich mach mal mein... ein kleines süßes Taschenlämpchen an. Weil da habe ich gerade gesehen, da kann man runter. Ich habe ein bisschen Angst, dass das wieder mein Tod ist. Ihr wisst ja, ich und Springfallen, wir sind nicht so die Freunde. Diese Steuerung. Ah! Ihr seht mein Problem. Kann ich es nicht auch? Danke. Nee, warte mal. Ich hab doch nur noch einen Nagel. Oh, das hätte mir jetzt auch wieder mein Leben kosten können. Nein, ich will keinen Schläger haben. Und was ist hier drin? Wenn da eine Hypo drin ist? Ja, komm. Nicht, dass ich die gerne mache. Das müsst ihr sogar hinhauen. Nee, es haut nicht hin. Bitte nach unten. Das haut aber hin. Keine Hypo für mich. Das war jetzt eine Nagelverschwendung ohnegleichen. Ich will meinen Nagel wieder haben. Naja. So, ich gehe jetzt wieder den gleichen Weg. Was? Schweinebärmann. Wen hat Schweinebärmann denn da getötet? Hi. Treffen wir uns noch? Werden wir noch Freunde?
Schweinebär-Mom? Oder ist das nicht so? Hier kann ich auch hoch. Ist mir egal. Hier könnten zu viel Schrotfallen sein. Und ich will nicht schon wieder alles riskieren. Ich hatte nämlich noch immer keinen Speicherpunkt. Ob mich das fertig macht? Ein bisschen. Wo, Tab, wo hängst du fest? So. Tabby Boy, da sind Glasscherben. Natürlich, obwohl du nicht durch die Glasscherben durch bist. Dafür brauche ich einen Nagel. Dann habe ich aber keinen mehr. Sei es drum. Berichtet mir mal, Leute. Schafft ihr das so, eure Haustür mit einem Nagel aufzubrechen? Wenn ja, mein Respekt, ja. Kommt mir nicht an mit, das sind alte Schlösser hier. Nee? Nee? Warte mal. Nee, das geht ja auch nicht. Geh doch bitte einfach dahin, danke. So, das geht aber. So. Bitte lass da irgendwie eine Hypo drin sein. Eine Taschenlampe. Who the fuck cares about Taschenlampen? Ja, die sind nicht entflammbar und so, aber ich möchte eine Hypo. Ich möchte eine Hypo. Das war absolute Nagelverschwendung. So, und jetzt muss ich aufpassen. Hier war nämlich eine Sprengfalle vom Feinsten. War die nicht hier? Die war doch irgendwo hier. Hier hat es mich doch eiskalt erwischt. Oder war das noch nicht hier? Echt nicht? Aber da ist ein Schrank. Schrot. Schrot ist mir egal. Irgendwo hier war doch... Da, ich sehe sie. Die habe ich letztes Mal nicht gesehen. Jetzt habe ich Schiss. Tab bewegt sich nämlich so. Okay. Eine Fallakte. Kultura. Die Regierungsabteilung für technische Dienste hat uns großzügige Mittel zur Erprobung der Effekte einer neuen Droge bereitgestellt. Diese Droge wird Lysergsäure Dital... Was? Lysergsäure Dithylamid genannt. LSD. Konntet ihr nicht direkt LSD schreiben, verdammt nochmal. Und beim ersten Anwendungsversuch hat man bemerkenswerte mentale Auswirkungen beobachtet. Es sind weitere Tests erforderlich, aber bisher scheint LSD ein vielversprechendes Hypnotikum zu sein. Wir werden unverzüglich mit den Tests bei John Doe-Patienten beginnen. Die Regierung hat uns gebeten, sie nicht namentlich zu erwähnen. Führen Sie alle Vorgänge hinsichtlich dieser Droge daher bitte als M-Kultura-Projekt. Aha. Kein gar nichts. Ach, Schrot. Ich will eine Hypo. Ich will eine Hypo. Kennt ihr dieses Problem nicht, wenn man eine Hypo möchte? Nichts, gar nichts. Von mir aus. So, okay. Also, und... Das klappt eigentlich immer ganz gut mit dem, Ihr toter Partner hat den Schlüssel. Ich hoffe nicht. Von der anderen Seite beschlossen. Kriege ich jetzt nicht... Ich hab das Licht schon an! Aber ich muss gleich bei mir die Vorhänge zumachen, sonst bringt's nichts. Ist da noch eine Tür oder wie? Ich habe jetzt keine Lust zu sterben und alles nochmal von vorne zu machen. Will ich einfach nicht. Ich will das einfach nicht. Kennt ihr diesen Unwillen? Diese Angst?
Shit Award. Was ist hier? Irgendwas Totes. Ich habe keinen Nagel. Das meinte ich. Aber das sieht doch wieder aus. Immer noch kein Speicherpunkt. Sag mal, wollt ihr mich trollen? Wer lacht hier? Hört auf zu lachen. Ich bin hier in Saw und nicht in Blair Witch, ja? Ich habe Speicherpunkt. Den habe ich aber dringend gebraucht hier. Eine Fallakte. Memo an das Pflegepersonal. Eine der Insassen wurde dabei erwischt, wie er unten bei der Kapelle einen Draht quer über den Gang spannen wollte. Auf diese Weise gedachte er, das Pflegepersonal zu Fall zu bringen und ihm, wenn möglich, Arzneien zu entwenden. Halten Sie Ausschau nach derartigen Stolperdrähten und konfiszieren Sie alle Drähte oder Fäden, die sich im Besitz Ihrer Patienten befinden. Aber was soll ich sagen? Ich bin die, die immer mit dem Kopf findet. Der Tab ist danach meistens immer so kopflos. Ein Schläger, den ich immer noch nicht haben möchte. Was ich aber haben möchte, sind... Da wär's wieder fast gewesen! Und zack, zack. Nichtmals Panzerfaust Joel kann das so geil machen wie Dr. Tap. Oh, Dude, dir ging's nicht gut, ne? Nee, dir ging's nicht gut. Did you kill Detective Singh? Or you? Or you? Don't know. Nein. Nein. Nein, er ist mit mir hier drin. Nein. Free me, Detective. Nein. Nein. Just give up already. Ich bin tot. 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 Nein, ich bin tot. Ah. Gib mir den Key! Gib mir den Key! Gott sei Dank hatte ich einen Speicherpunkt. Ich habe die Tür leider nicht mehr schnell genug zugekriegt. Naja, was soll's. Aber da war was zum Heilen. Habt ihr es gesehen? So, warte mal. Wie war das jetzt hier? Da ging es nicht. Mach mal hier bitte das Licht an. So, hier ist ein Schläger. Nein! So. Wer ist das hier eigentlich immer, der so einen Lärm macht? Das geht doch nicht. So, jetzt bin ich schon mal auf jeden Fall recht safe gesund. Jetzt nicht mehr. Machen wir mal. Ich finde, das lief eigentlich gar nicht schlecht dafür, dass ich gar nicht wusste, was ich getan habe. Ich würde sagen, das hat sich für den jetzt erledigt. Hätte ich gewusst, zwanghaft. Warum ist das zwanghaft? Nee. Keine Hypo für mich. Ach, ich habe das Glas übersprungen. Ist das nicht nett? Noch eine Bandage für mich. Sehr großzügig. Aber keine Hypo. Ich finde, diese Folge war bis auf ein paar Tode echt erfolgreich. Ich hatte einen Speicher. Ah, nein, nein, nein. Entschuldigung.
Und da geht's halt nicht lang. Ich dachte gerade, was glitzert da so komisch, aber das ist einfach nur Licht. Ihr toter Partner hat den Schlüssel. Ja, hast du mir schon mal gesagt, aber why? Okay. Ich lass die, glaube ich, erstmal machen. Wie war das mit ich lass die erstmal machen? Komm her. Also das ist ja wirklich kein Tipp. Nein. Nein, lass los. Ich wollte die Leiche durchsuchen. Hat die eine Hypo... Nein. Ich befürchte, ich muss mich hypoen. Und das reicht. Wo ist denn der Arsch der... Da hinten. Hm. Komme ich da hoch? Nicht, ne? Oder eventuell doch? Hm. Ich habe Angst, dass hier irgendwo... Ich hätte jetzt schwören können, ich habe was aufblinken gesehen. Aber sei es drum. Ich komme nicht da hoch. Das heißt, ich kann den da oben nicht platt machen. Das kotzt mich jetzt ein bisschen an. Ich bin mir eh nicht so sicher, was der eigentlich von mir möchte. Der gute Jigsaw. Wobei jetzt sterben gar nicht mal so schlimm wäre. Kann ich? Warte mal. Kann ich den da oben dann damit wegholen? Das ist jetzt eine sehr interessante Frage, wenn ihr mich fragt. Versuchen wir das doch mal. Wo ist denn der da oben? Ne, das geht theoretisch. Ich muss nur näher an ihn ran. Ich habe kein Mollo mehr. Ist okay. Was? Das war's? Da standen drei Stück. Oh Gott, sagen. So, jetzt lasse ich dich einmal werfen. Triffst ja eh nicht. Ich aber auch nicht. Gut. Ist jetzt schlecht. Gibt's da noch einer? Ja. Aber wie mache ich's denn? Was? Ein Feuerzeug aufheben? Hm. Hoppala! Ja, ist gut. Wo war denn der Speicherpunkt? Bitte nicht wieder da vorne. Bestimmt wieder da vorne. Aber im Shadow Ward, das ist okay. Your failure is buried ahead, Detective. Find the key to escape. Ich werde dich jetzt einfach mal beobachten. Kommt der hier hoch? Ja, tut er. Komm mal her. One of us is going down. Whoa. Da kommt der nächste schon an. Das ist eure eigene Schuld.
Einer von euch vielleicht irgendeine coole Waffe dabei? Nein, nicht die Leiter klettern. Ich kann die leichten. So, und jetzt muss ich den da oben mit den Mollys wegholen. Das wird ja wohl machbar sein. Wenn ich Licht habe. Habe ich kein... Wieso habe ich kein Feuerzeug? Irgendwo hier war eine Falle. Hm. Nö. Was? Hm. Ich habe jetzt irgendwie nur mit einer Flasche geworfen. Kann das sein? Warte mal. Irgendwas mache ich falsch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, was. So. Also. Okay. Ich glaube, ein bisschen höher ist gar nicht schlecht. Aber nicht zu hoch. Und jetzt. Habe ich nicht getroffen. Ich habe keinen Schlüssel. Das heißt, ich muss mit dir da oben leben, ne? Ja. Warte mal, aber bevor ich hier... Okay. Die Lösung ist, was, warte mal, David Foxton, Elizabeth Stamp, Marie Stewart, ne, die war es ganz bestimmt nicht, Jigsaw, nein! Ja, ich dachte, die Kiste wäre... Ja, ist okay. Ist okay! Ich verstehe schon. David Singh ist der, glaube ich, oder? Und ich werde mich auch gar nicht damit rumärgern. Komm her. This is your fault. Die Leiche wird sowieso nichts für mich haben. Sag mal, kannst du bitte mal aufhören? Er übertreibt es gerade ein bisschen, ne? Also, wer wäre das denn gewesen? Giles Steves? Oh mein Gott, nerv mich nicht! Ball entschärfen. Wer bist du denn? Edward Flagg? Jacob Schmidt? Detective Steven Singh, Ehemann und... So, das ist sehr gut. Ist hier noch irgendwo eine Falle? Na? You have the key to Cedar War. Find the angel to save her life. Finde den Engel, um ihr Leben zu retten? Don't know, dude, don't know. Also viel Zeit haben wir jetzt nicht mehr. Es hat gespeichert. Na gut. Ich finde, das ist gut, dass es hier gespeichert hat. Denn dann können wir hier einen super Cut reinmachen. Barrikade bewegen. Warum
sollte ich das tun? Okay, also wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich finde, die Folge lief deutlich besser als die letzten beiden Folgen. Wie, beide haben Ammoniak drin? Nein, okay. Ich hätte doch so gerne Gesundheitshypo. Na gut. Also, nächstes Mal geht's dann weiter. Wir müssen diese Melissa retten, wer auch immer das ist. Die Frau, glaube ich, von Sing. Das machen wir auch nächstes Mal. Ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag. Hinterlasst mir gerne einen Kommi. Ich finde das manchmal irgendwie so ein bisschen random alles. Aber sei es drum. Es macht trotzdem Spaß. Heute zumindest hat es mir wieder Spaß gemacht. Die letzten beiden Folgen war ich vielleicht auch irgendwann sehr schlecht gelaunt. Kennt man ja, wenn man schlecht gelaunt ist, dann... Und dann, was nicht funktioniert, wie mit dem Gasding. Also das ist Ventilrätsel, das ist einfach Schrott. Aber jetzt schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Haut rein!